Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Wir haben den Schuhputzer gefunden und wir fragen ihn, Duo, was meinst du damit? Ach, wie stellst du dir das vor? Einfach wunderbar stelle ich mir das vor. Ich schlage eine Partnerschaft vor. Ich putze, du schiebst Wache. Und weil du stärker bist, bringst du morgens das Abwasser raus und machst Schlamm. Die Schlammgeschichte stimmt also? Kein Wunder, dass sie dich vertrennen wollten. Ich muss ja irgendwie leben. Und so, was sagst du? Partner? Lass mich drüber nachdenken. Möchte mit dir über Detlef sprechen. Hör mal, ich interessiere mich für einen gewissen Herrn. Halt, Moment. Setz dich doch erstmal. Aber meine Stiefel sind sauber. In dieser Stadt sind Stiefel nie sauber. Es sei denn, der Träger war gerade bei mir. Nimm Platz, Herr. Also, um wen geht es dir? Um einen deiner Kunden. Groß, elegante schwarze Kleidung. Er ist nicht von hier. Ein Fremder? Hm, da klingelt irgendwas. Ein bescheidenes Sümmchen würde mir helfen, rauszufinden, was. Und wie viel? Sagen wir 500 Kronen. Bitte? Du spinnst wohl. Was willst du überhaupt mit so viel Geld? Mein Geschäft ausbauen. Du weißt schon. Einen ordentlichen Stamm, ein großes Schild, neue Kiste, neue Politur, neue Bürsten. Und wenn dann noch was übrig ist, kaufe ich mich beim Wäscher ein und kriege Abwasser umsonst. Du hast ja sorgfältig geplant. Und ob? Mir fehlt nur noch das Kapital. Also gut verhandeln wir. Er fordert Täuschungsstufe 2. Das können wir eh nicht machen. Na gut. Mal sehen, ob wir uns einigen können. $450? Wie viel haben wir denn? Ah, siehst du? Ich wusste, wir einigen uns. Ich zahle. Gut, damit bin ich einverstanden. Tausend Dank, das vergesse ich dir nicht. Und jetzt zur Sache. Ich kenne den Mann, den du suchst, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Er ist Stammkunde. Alle paar Tage kommt er her und ich kriege immer Trinkgeld. Weißt du, wo ich ihn finde? Nein, aber du kannst hier warten. Vielleicht kommt er ja. Dazu habe ich keine Zeit. Du hast wirklich keine Ahnung, wo ich ihn finden kann oder aus welcher Richtung er gekommen ist. Wenn ich Schuhe putze, schaue ich mir nicht an, aus welcher Richtung die Leute kommen, sondern ich putze. Es scheint ja nicht gerade voranzugehen. Oh, du hier. Geht es dir besser? Oh ja, danke. Die Luft in der Nekropole hier wirkt Wunder der Heilung. Also, wenn ich mich einmischen darf, hätte ich die richtige Frage zu stellen. Junger Mann, siehst du diese Fiole? Ein Tropfen davon in deine Politur und du kriegst jeden noch so verkrusteten Stiefel im Handumdrehen blitzblank. Damit schaffst du dreimal so viele Kunden wie bisher und musst dich dabei noch weniger anstrengen. Ich gebe dir die Fiole, wenn du uns sagst, wo der Mann wohnt, den wir suchen. Aber ihr tut ihm doch nichts. Der Herr ist seltsam, aber freundlich. Er ist ein Freund von uns. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit und würden das gerne in Ordnung bringen. Ich bringe ihm die Schuhe vor eine rote Haustür beim Hafen. Ob er dahinter wohnt, weiß ich nicht. Wir sollten nachsehen. Vielleicht finden wir eine Spur. Soll ich euch noch die Stiefel säubern, bevor ihr geht? Bei allem Respekt, die haben es nötig. Danke. Später vielleicht. Das ist so cool. Voll geregelt durch die Stadt. Mit dem bist du ja schnell fertig geworden. Bei Kindern kommt es darauf an, den richtigen Ansatz zu verfolgen. Die richtige Bestechung auszupacken. Mhm, das habe ich gesehen. Hoffentlich kriegt er jetzt sein schönes Schuhgeschäft aufgebaut, das Kind. Da ist die rote Tür, die der Schuhputzer erwähnt hat. Ah!
Sind dir nur 100 Raben über seinem Haus. Der wohnt bestimmt nicht hier. Nein. Rührt sich nicht. Ich muss hier aufbrechen. Dann kannst du dich auch mit einer Trommel auf die Straße stellen und brüllen: Detlef, ich komme! Etwas mehr Finesse. Ich flehe dich an. Was schlägst du denn vor? Augenblick mal eben. Nicht schlecht. Schon mal überlegt, Einbrecher zu werden? Da wäre diese Fähigkeit äußerst nützlich. Ich habe es kurz erwogen, aber ich kam zu dem Schluss, dass es mir zu langweilig wäre. Komm. Das sind bestimmt nicht Detlefs Raben, nein. Ist er hier? Spürst du ihn? Nein, er ist nicht hier. Er war es aber vor kurzem. Sein Geruch ist noch stark. Sehen wir uns um. Geil. Ein altes Spielzeug. Nutzlos. Schade. Das hat mal jemandem Spaß gemacht. Neulich erst repariert worden. Jetzt geh doch weiter, Geralt. Brief an den Ladeninhaber. Ich wünsche mir schon ganz lange ein Spielzeug. Mama weint immer und sagt, wir haben kein Geld. Papa wird wütend, wenn ich ihn frage, wann er welches verdient. Einmal hat er mich fast geschlagen. Meine Freunde haben so schöne Spielsachen. Laura hat einen Teddy und Michelle hat eine Puppe mit goldenen Haaren. Die man ganz echt kämmen kann. Ich finde das voll süß irgendwie. Ich fürchte, ich werde nie ein Spielzeug haben. Darum schreibe ich dir, Ladenmeister. Ich wollte dir schon lange schreiben, aber ich konnte ja noch nicht schreiben. Jetzt kann ich es. Wenn du ein schönes Spielzeug hast, das die anderen Kinder nicht wollen, möchte ich mich gerne darum kümmern. Es wird bestimmt glücklich mit mir sein. Bitte lach mich nicht aus. Ich bin noch klein, aber ich weiß schon, dass Spielzeuge nicht lebendig sind. Nur in der Fantasie. Aber das ist mir egal. Ich würde es sehr lieben. Isa. Ach, wie süß. Keine Spur im Staub. Das ist noch nicht lange her. Haben wir hier Puppen. Niedliches Dingelchen. Ich würde dieser Isa ja gern die so eine Puppe schenken. Aber ich weiß ja nicht, wo die wohnt oder so. Vielleicht ist das so eine Nebenquest. Manchmal glaube ich, ich ende wie eins dieser Spielzeuge. In einem Laden, vergessen, verstaubt. Neulich erst repariert worden. Hat der vielleicht seinen Spaß daran, hier Kindern ein Spielzeug zu machen? Keine Spur im Staub. Das ist noch nicht lange her. Gehen wir auf den Dachboden. Das ist also sein Nest. Sehen wir uns um. Okay. Aber erstmal räumen wir alles aus, was geht. Niedliches Dingelchen. Ich muss mir immer alles angucken, weil es könnte ein Hinweis sein. Manchmal glaube ich, ich ende wie eins dieser Spielzeuge. Das Werkzeug wurde neulich benutzt. Entspannt sich Detlef zwischen den Morden, indem er Spielzeug repariert? Bitte, Geralt, muss das sein? Ja, muss es. Briefe mit Zielen für das Biest. Oh. Sieh mal,
Papierstreifen mit Namen drauf. Graf Crespi, Graf de Lac, Milton de Peyrac-Peyron, Graf de la Croix. Detlefs Opfer, samt und sonders. Aber das ist nicht seine Handschrift. Alles mit der gleichen Tinte verfasst. Siehst du die Farbe? Die Tinte enthält Cinnabarit, ein seltenes Mineral. Man findet es eigentlich nur in Nazaire. Aber das heißt nicht viel. Jeder kann solche Tinte importieren. Stimmt, trotzdem sollten wir es im Hinterkopf behalten. Schau, dieser Zettel hat Flecken. Wein. Das gibt auch nicht viel her. Erst recht nicht in Beauclair. Vielleicht nicht. Trotzdem sollten wir auch das im Hinterkopf behalten. Ich finde ja cool, dass wir mit dem Typen zusammen die Sachen untersuchen und nicht nur alleine unterwegs sind. Nee, Detlef hat das nicht selbst geschrieben, wenn er das sagt. Wir haben eigentlich immer noch nichts. Suchen wir weiter. An die Arbeit. Verdächtiger Brief. Detlef van der Erretein, du weißt nicht, wer wir sind, aber wir wissen, was du bist. Wir kennen außerdem deine Schwäche für eine Frau, die Renavet genannt wird. Du sollst dieses wissen. Wir ketten sie an und lassen sie von Ratten fressen. Wir ziehen ihr die Haut ab. Es sei denn, du rettest sie. Du musst nach Beauclair gehen und dort 5 Männer so töten, wie wir es dir sagen. Dies musst du innerhalb von 3 Tagen schaffen. Wenn du scheiterst, wird der nächste Brief einen Finger deiner Geliebten enthalten. Na bitte. Der Beweis, dass Detlef nicht aus eigenem Antrieb tötet. Er wird erpresst. Hast du eine Idee, wer ihn erpressen könnte? Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Hat Detlef Feinde? Hin und wieder macht er sich welche, aber sie leben nie sehr lange. Einer ist ihm vielleicht entwischt. Theoretisch möglich, aber ich wüsste von keinem. Er müsste teuflisch waghalsig sein. Das weißt du ja jetzt, wo du Detlef kennst. Wer immer es ist eine neue Figur. Wer ist Renavet? Wer ist Renavet? Seine einstige Geliebte. Die einzige Menschenfrau, der er je verbunden war. Sie akzeptierte ihn. Mit ihrer Hilfe fand er seinen Platz in einer feindlichen Welt. Sie begann mit der Arbeit, die ich fortzuführen trachte. Hast du sie kennengelernt? Leider nicht. Sie hat ihn verlassen, bevor er mich rettete. Wobei er stets sagte, sie gelte als vermisst. Warum glaubte er, sie gelte als vermisst? Wie kam er zu der Auffassung? Gab es entsprechende Anzeichen? Nicht, dass ich wüsste. Anscheinend ist sie eines Tages mitsamt ihren Habseligkeiten verschwunden. Das wäre bei einer Entführung ungewöhnlich. Ich neige eher zu der Auffassung, dass sie freiwillig gegangen ist. Vielleicht war er in Zorn geraten und sie hatte seine monströse Seite gesehen. Detlef will nicht wahrhaben, dass sie ihn verlassen hat? Ist das so schwer zu glauben? Kennst du niemanden, der damit Schwierigkeiten hatte? Und Detlef ist noch viel emotionaler als die meisten Menschen. Er hat sie nicht nur geliebt, sondern sie war ein Rudelmitglied für ihn. Und sein Rudel verlässt man nicht freiwillig. Das ist interessant. Es kann aber auch sein, dass Detlef einfach wusste, dass sie nie gegangen wäre, ohne sich, ich sag mal, zu verabschieden. Und die Entführer haben es einfach so aussehen lassen, als ob sie mit all ihren Habseligkeiten weg ist. Und Detlef wusste das einfach. Das ist bestimmt sowas. Hat Detlef nicht nach ihr gesucht? Wenn sie doch so wichtig ist? Höheren Vampiren stehen ja einige Methoden zu Gebote. Es hätte doch ganz einfach für ihn sein müssen. Geralt, wie du zutreffend bemerkst, sind wir Vampire. Keine Wundertäter. Natürlich hat er sie gesucht. Monatelang. Aber Renavet kannte ihn zu gut. Sie hat ihre Spuren verwischt und ihm keine Möglichkeit gelassen, sie zu finden. Ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass sie ihn einfach so verlässt, ohne irgendwie zu sagen, Alter, du gehst mir auf den Geist. Weiß ich nicht, wenn die sich so geliebt haben. Keine Ahnung. Aber gut, das sind nur Spekulationen.
Rena Vett mag ihn ja verlassen haben, aber nun ist sie doch offenbar tatsächlich entführt worden. Es sieht ganz so aus. Schwer zu sagen, wozu er bereit ist, um sie zu befreien. Zum Töten ist er offenkundig bereit. Das wärst du für Yennefer auch. Sie bedeutet ihm sehr viel. Im Gegensatz zu denen, die er getötet hat. Ja, ich verstehe. Er will ein Weibchen aus seinem Rudel retten. Genau. Wer könnten die Erpresser sein? Ich möchte wissen, wer ihn erpresst. Warum das? Regis, jemand entführt die Geliebte eines Vampirs, das ist schon dreist. Jetzt zwingt er den Vampir zum Töten, von dem du sagst, dass er kein Mörder ist. Die Erpresser sind Profis, besondere Leute. Scharfsinnig. Wo ich drüber nachdenke, frage ich mich... Ob es nicht einer von euch ist? Noch ein Vampir? Genau. Die Sache wird interessant. Es ist nur eine Theorie. Ich würde mich nicht drauf verlassen, ehe wir nicht mehr wissen. Da hast du recht. Fassen wir zusammen, was wir wissen. Offenbar wird Detlaff erpresst. Jemand hat ihm die Namen seiner Opfer übermittelt. Alle mit derselben Tinte aus Nazair verfasst. Und nicht in seiner Handschrift. Das ist nicht viel. Aber genug, um Detlaffs Unschuld zu beweisen. Eindeutig. Stimmt. Das stimmt. Detlaff wird manipuliert. Irgendein Irrer benutzt ihn als Waffe, um Leute umzubringen. Es sieht so aus. Aber daraus ergibt sich eine Vorgehensweise für uns. Wir müssen Rena Vett finden. Dann haben der oder die Irren Detlaff nicht mehr in der Hand. Kein schlechter Einfall. Könnte einen Versuch wert sein, aber was ist mit Detlaff? Der tötet doch weiter, solange ich seine Geliebte suche. Tut er nicht. Ich überzeuge ihn, dass du ein Freund bist, der helfen will. Und dass er sich ruhig verhalten muss. Ich warte hier auf ihn. Er wird schon nicht so lange ausbleiben. Denkst du, er hört dir zu? Das wird er. Vielleicht sollte ich mit dir warten. Nein, das riecht er eine Meile gegen den Wind. Dann kommt er nicht. Ich bleibe besser allein. Hier musst du mir vertrauen. Gut. Ich muss ohnehin der Herzogin Bericht erstatten. Tu das. Wir warten hier auf dich. Detlaff und ich. Müssen wir zur Herzogin latschen und Bericht erstatten? Wo Kinder spielen, fliegen die Fetzen. Stufe 40. Ja. So. Müssen wir irgendwie zur Herzogin? Wir können ja hier beim Hafentor und dann schnell zum Palast reisen. Oh, alter Mann. Die Gegend sieht so schön Unser aus. Blut zählt weniger als Wein. Ich werde jetzt aber hier gleich vor dem Schnellspeicherpunkt mal speichern. Schnellreisepunkt. Ach, Schnellspeicherpunkt. Geht schon los. Wenn man eine Sache im Kopf hat und was sagen möchte und beide vermischt und schon ergibt das Gesagte keinen Sinn mehr und oh, ein Hund. Armer Städter. Der sieht voll begeistert aus. Wie wär's, wenn du mich einfach nicht anrennst und mal Entschuldigung sagst? Ich sag dazu nichts. So, ich sag auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.